Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zur Folge 15 der Reihe über Göttinnen und Götter, Helden und Dämonen und große Magier. Und heute geht es um einen großen König, einen Heros, Gilgamesch, wie wir ihn kennenlernen im großen Gilgamesch-Epos, dem sumerischen Epos, das man zurückführen kann bis in die erste Hälfte des zweiten Jahrtausends vor unserer Zeit, in der dieser Mythos dann auch schon auf Keilschrifttafeln zu finden ist. Ein uralter Mythos. Wir haben uns das letzte Mal mit der sumerischen Göttin Inanna und ihrer Priesterin Enheduanna beschäftigt, aus der die semitische Astarte und Ishtar dann auch geworden ist. Die Ishtar kennen Sie vom Ishtar-Tor im Museum in Berlin, die eine sehr ambivalente Göttin war, mit einem kriegerischen Aspekt, einem Aspekt der Fruchtbarkeit, der sexuellen Begierde, die Macht verkörperte, den Rausch der Herrschaft. Und heute wenden wir uns einem König zu, Gilgamesch, der in einer sumerischen Königsliste genannt wird als früher König von Uruk, um 2800 vor. Er soll den Bau der Mauer von Uruk angeordnet haben und wird verewigt nun in einem großen Epos, dem sogenannten Gilgamesch-Epos, in dem er gemeinsam mit seinem Freund Enkidu Abenteuer erlebt. Wie gesagt, das ist ein uralter Mythos, der dann bereits auf den Keilschrifttafeln des zweiten Jahrtausends vorzufinden ist. Ein König, der zum zwei Drittel ein Gott, ein Drittel ein Mensch gewesen sein soll, von ungeheuren Kräften beherrscht, auch ein sehr brutaler König, über den sich seine Untertanen dann beklagen, weil er so brutal gegen sie vorgeht. Und um dieser Brutalität des Königs Herr zu werden, erschaffen ihm die Götter einen Freund, den Enkidu, mit dem er dann auf Abenteuer auszieht, und dadurch wird sein Wesen auch ein wenig befriedet. Ich habe Ihnen immer wieder Herrn Kramer anzuempfehlen. Herr Kramer ist ein berühmter Sumerologe, dessen Bücher bis heute noch führend sind in der Wissenschaft der Sumerologie. Und er hat eine Zusammenfassung dieses Gilgamesch-Epos geschrieben, das ich Ihnen vorlesen will. Gilgamesch, der König von Erech, ein unruhiger Geist, unbeherrscht und ohne Rivalen, tyrannisiert die Bewohner der Stadt, und besonders beschwerlich sind die Forderungen, die er stellt, um seine sexuellen Gelüste zu befriedigen. Die Untertanen wenden sich an die Götter, klagen. Gilgamesch ist ein Mensch, der befriedet werden muss. Er findet unter seinen Mitmenschen nicht seinesgleichen. Und so beauftragen die große Muttergöttin Eruru, diese unerträgliche Lage in den Griff zu bekommen. Die anderen Götter fordern sie auf. Und Eruru formt aus Lehm den gewaltigen Enkidu, welcher nackt und langhaarig und unberührt von den Menschen seine Tagicht in der Wildnis verbringt mit wilden Tieren. Enkidu, mehr Bestie als Mensch, eigentlich ein wenig wie sein späterer Freund Gilgamesch, soll helfen, Gilgameschs Hochmut zu dämpfen. Aber zuerst mal muss er zum Menschen gemacht werden, indem man ihm eine Frau schickt. Eine Kurtisane wird erweckt und die befriedigt nun die sexuellen Instinkte von Enkidu. Der verliert daraufhin seine physische Statur und tierische Stärke, gewinnt aber an geistigem und seelischem Format. Er wird weise. Die wilden Tiere erkennen ihn nicht mehr als ihresgleichen an, und mit viel Geduld unterweist ihn die Kurtisane in den zivilisierten Künsten des Essen, Trinkens und sich Kleidens. Dieser Enkidu begegnet nun Gilgamesch,
Gilgamesch hat bereits in seinen Träumen von dieser Ankunft erfahren. Und zunächst einmal will er seine Macht demonstrieren, veranstaltet eine nächtliche Orgie, lädt Enkidu dazu ein. Enkidu aber wird durch Gilgameschs sexuelle Gelüste abgestoßen und vertritt ihn dem Weg, damit er nicht in das Haus könne. Daraufhin beginnen die beiden Titanen einen Zweikampf. Gilgamesch, der raffinierte Stadtmensch, und Enkidu, der schlechte Landsmann. Enkidu scheint seinem Rivalen zu übertrumpfen, da verraucht Gilgameschs Zorn und die beiden werden Freunde und küssen sich. Aus dem bitteren Streit entwickelt sich eine enge Freundschaft, eine treue und langwährende Freundschaft, die sprichwörtlich geworden ist, und beide Freunde vollbringen nun eine Reihe von Heldentaten. Es gefällt ihnen nicht mehr in der Stadt, sie fühlen sich dort verweichlicht, sie gehen auf Abenteuer und fahren zunächst in den fernen Zedernwald, um dort den mächtigen Shumbaba zu töten, die Zedern zu fällen und alles Böse aus dem Land zu tilgen. Enkidu warnt Gilgamesch vor den tödlichen Gefahren. Gilgamesch ist nicht aufzuhalten, er strebt nach Ruhm. Er lässt gigantische Waffen für sich und Enkidu schmieden. Schließlich erreichen sie den Zedernwald, töten Humbaba und fällen die Zedern. Dann führt ein Abenteuer zum anderen. Nach der Rückkehr in die Stadt verliebt sich Ishtar, die semitische Göttin, die Verkörperung der Inanna, das habe ich das letzte Mal erwähnt. Verliebt sich Ishtar in Gilgamesch, aber Gilgamesch will nicht verführt werden und lehnt sie ab. Daraufhin ist die Göttin sehr, sehr gekränkt und bewegt nun den Himmelsgott dazu, den Stier des Himmels gegen die Stadt zu hetzen, um Gilgamesch und die Stadt zu zerstören. Zunächst weigert sich der Himmelsgott, aber schließlich muss er Ishtar nachgeben. Der Stier des Himmels steigt herab, greift die Stadt an. Gilgamesch und Enkidu nehmen den Kampf auf und bringen ihn zur Strecke. Jetzt sind sie am Gipfel ihrer Laufbahn erreicht, angekommen. Die Stadt singt ihr Loblied. Wegen seines Anteils an der Tötung Shumbabas und des Himmelsstieres wird Enkidu von den Göttern zum Tod verurteilt. Nach 12-tägiger Krankheit haucht Enkidu in den Armen seines Freundes sein Leben aus, der bekümmert und traurig zurückbleibt. Nun will er eigentlich sich selbst auch umbringen. Sein Ruhm und sein Glanz bieten ihm keine Freude mehr. Er will zunächst sich selbst umbringen, aber dann hofft er, das Kraut der Unsterblichkeit zu finden und eben auch damit den Tod zu überwinden. Und Gilgamesch weiß nur eine Person, der es gelungen ist, diese Unsterblichkeit zu erlangen. Und das ist Utnapishti, der weise und fromme König des alten Shurupak, eines der fünf königlichen Städte, die von der Sündflut bestanden hatten. Und jetzt kommt die berühmte Sintflutgeschichte im Gilgamesch-Epos, die ich Ihnen auch nachher vorlese und die auf Umwegen eben im Alten Testament wiederzufinden sind. Gilgamesch trifft auf Utnapishti, der erzählt ihm seine Geschichte. Utnapishti wandert dann lange über Berg und Tal, gelangt schließlich zum Urmeer und zu den Gewässern des Todes. Es scheint fast, als könne er das Geheimnis des ewigen Lebens erfahren, aber Utnapishti sagt ihm, wie er die Pflanze der ewigen Jugend zu finden könnte. Gilgamesch eben, wie gesagt, taucht in die Tiefen dieses Urmeers hinab, holt diese Pflanze hervor und freut sich. Aber während Gilgamesch in einem Brunnen badet,
entführt eine Schlange die Pflanze und frisst sie, und er muss umkehren, ohne das Kraut der Unsterblichkeit erlangt zu haben. Das ist sozusagen der große, knappe Zusammenfassung des Gilgamesch-Epos, wie wir das in vielen Keilschrifttafeln in Bruchstücken und dann eben zusammengesetzt in Gänze wiederfinden. Wir finden also in diesem Gilgamesch-Epos nun Motive, die wir dann auch im Alten Testament wiederfinden. Entscheidend ist in diesen Naturphilosophien immer wieder das Moment der Erkenntnis durch Sexualität. Der Mann wird vom Tier zum Menschen durch die Begegnung mit der Frau. Das ist ein Motiv, was sich immer wieder durch alle Naturphilosophien hindurchzieht. Weisheit, Erkenntnis erlangen durch die Begegnung mit dem anderen Geschlecht. Dann ganz wichtig in den Naturphilosophien eben die Begegnung mit dem Tod, die Auseinandersetzung mit der Unausweichlichkeit des Todes, die auch hier im Gilgamesch-Epos eben deutlich zu spüren ist. Die Trauer, die Gilgamesch ergreift, als sein Freund gestorben ist. Das ist ein kleiner Abschnitt, den ich Ihnen vorlesen will. Da ist er schon, Gilgamesch, auf Utnapishti getroffen, und jetzt spricht ihn Utnapishti an und sagt zu Gilgamesch: Warum sind abgezehrt deine Wangen, gebeugt dein Antlitz, ist unfroh dein Herz, verlebt deine Züge, ist Harm in deinem Gemüte da, gleicht einem Wanderer ferner Wege dein Antlitz, ist von Nässe und Sonnenglut dein Antlitz versenkt, und läufst du in der Steppe. Gilgamesch spricht dann zu Utnapishtim: Utnapishtim, sollen meine Wangen nicht abgezehrt sein, nicht gebeugt mein Antlitz, nicht unfroh mein Herz sein, nicht verlebt meine Züge, nicht harm in meinem Gemüte sein, nicht gleichen einem Wanderer ferner Wege mein Antlitz, nicht von Nässe und Sonnenglut mein Antlitz versenkt sein, ich nicht in die Steppe laufen? Mein Freund, der flüchtige Maulesel, der Wildesel des Gebirges, der Panther der Steppe, Enkidu, mein Freund, der flüchtige Maulesel, der Wildesel des Gebirges, der Panther der Steppe, nachdem wir alles gemeinsam verrichtend den Berg erstiegen, die Stadt einnahmen, den Himmelsstier töteten, auch den Chumbaba umbrachten, der wohnt im Zedernwald, in den Pässen der Berge Löwe töteten, mein Freund, den ich über die Maßen geliebt, der mit mir durch alle Beschwernisse zog, Enkidu, mein Freund, den ich über die Maßen geliebt, der mit mir durch die Beschwernisse zog, es hat ihn ereilt die Bestimmung des Menschen. Um ihn weint ich 6 Tage und 7 Nächte. Ich gab nicht zu, dass man ihn begröbe, bis dass der Wurm sein Gesicht befiel. Mir grauste vor meines Freundes Aussehen. Ich erschrak vor dem Tod, dass ich lief in die Steppe. Meines Freundes Sache lastet auf mir, dass ich lief einen fernen Pfad in die Steppe. Enkidu, meines Freundes Sache lastet auf mir, dass ich lief einen fernen Weg in die Steppe. Ach, wie soll ich stumm bleiben, ach, wie schweigen. Mein Freund, den ich liebte, ist zur Erde geworden. Enkidu, mein Freund, den ich liebte, ist zur Erde geworden. Werd ich nicht auch, wie er, mich betten und nicht aufstehen in der Dauer der Ewigkeit? Ja? Und nun bittet er eben Utnapishtim, ihm zum Kraut der Unsterblichkeit zu verhelfen. Und Utnapishtim hilft ihm tatsächlich, sagt ihm, wo er dieses Kraut finden kann, das ihn dann aber in letzter Sekunde geraubt wird von der Schlange. Und so kann der Mensch eben nie Unsterblichkeit erlangen und wird sterben im Unterschied zu den ewig lebenden Göttern. Und bevor Utnapishtim ihm das erzählt, erzählt er ihm, was ihm selbst geschehen ist, warum er einen Tod überlebt hat.
Und das ist die Sintflutgeschichte, die eben später in das Alte Testament eingegangen ist. Aus dieser 11. Tafel im Gilgamesch-Epos, ich habe mir hier eine kleine Reklamausgabe geholt, lese ich Ihnen Teile daraus vor, damit Sie sehen, wie ähnlich dann doch dieser Bericht ist und wie wir ihn in nicht so stark veränderter Form im Alten Testament wiederfinden werden. Utnapishtim sprach zu ihm, zu Gilgamesch: Ein verborgenes Gilgamesch will ich dir eröffnen, und der Götter Geheimnis will ich dir sagen. Shuripak, eine Stadt, die du kennst, die am Ufer des Euphrats liegt, diese Stadt war schon alt, und die Götter darinnen eine Sintflut zu machen, entbrannte das Herz der großen Götter. Miteinander berieten sich Vater Anu, Enlil, der Held, der sie berät, ihr Minister Ninurta, ihr Deichgraf Enugi, Nishigu Ea hatte mit unter ihnen gesessen. Ihre Rede gab ein Rohrhaus erwider. Rohrhaus, Rohrhaus, Wand, Wand, Rohrhaus, höre, Wand, begreife, Mann von Shuripak, Sohn Ubartutus, reiß ab das Haus, erbau ein Schiff, lass fahren Reichtum, dem Leben jag nach, Besitz gib auf, der Seele erhalt das Leben, heb hinein allerlei beseelten Samen ins Schiff, das Schiff, welches du erbauen sollst, dessen Maße sollen abgemessen sein, gleichgemessen sein in Länge und Breite. Und dann die Vorhersage: Am Morgen wird es Linsen, am Abend wird auf euch ein Weizenregen niedergehen. Kaum dass ein Schimmer des Morgens graute, versammelt zu mir sich das Land. Der Zimmermann brachte die Holzposten, der Bootsbauer brachte die Klammern. Also er fängt jetzt an, ein Schiff zu bauen. Ich entwarf seinen Aufriss und stellte es dar. 6 Böden zog ich ihm ein. In 7 Geschosse teilte ich es ein. Seinen Grundriss teilte ich 9-fach ein. Wasserpflöcke schlug ich ihm ein in der Mitte. Für Schiffsstangen sorgt ich, legte nieder den Bedarf. 6 Zaren Erdpech goss für den Ofen ich da. 3 Saren Pech tat ich hinein. 3 Saren Korbträgersleute waren es, die das Öl trugen. Außer einem Saar Öl, das das Backmehl verbrauchte. 2 Saren Öl, die der Schiffer speicherte. Rinder schlachtete ich für den Proviant, Schafe tötete ich alltäglich. Most, Feinbier, Öl und Wein, dazu Suppen tranken sie, als ob's Flusswasser wäre, dass sie ein Fest begingen, als wie ein Neujahrstag. Das Schiff war fertig am 7. Tag bei Sonnenuntergang. Und nun, was immer ich hatte, lud ich darein an allerlei Lebenssamen. Steigen ließ ich ins Feld all mein Geschlecht und Sippe, Wild des Feldes, Getier des Feldes, alle die Meistersöhne habe ich hineinsteigen lassen. Des Wetters Aussehen betrachtete ich, das Wetter war fürchterlich anzusehen. Ich trat hinein ins Schiff und verschloss mein Tor. Das Land, das weite, zerbrach wie ein Topf. Einen Tag lang wehte der Südsturm, eilte drein zu blasen, die Berge ins Meer zu tauchen, wie ein Kampf zu überkommen, die Menschen. Nicht sieht einer den anderen, nicht sind die Menschen erkennbar im Himmel. Vor dieser Sintflut erschraken die Götter. Sie entwichen hinauf zum Himmel des Anu und klagen. So, jetzt ist das ganze Land verschwunden unter dem Wasser. Alle Menschen sind umgekommen und nun auch auf Bitten der Götter lässt die Sintflut nach und Utnapishti schickt nun Vögel aus, um zu schauen, wo das Land wieder aufgetaucht ist aus der Flut. Nach dem Festland hielt ich Ausschau, Schweigen ringsum und das Menschengeschlecht ganz zur Erde geworden. Gleichmäßig war wie ein Dach die Aue. Da tat ich eine Luke auf, Sonnenglut fiel aufs Antlitz mir. Da kniete ich nieder,
am Boden weinend, über mein Antlitz flossen die Tränen. Nach Ufern hielt ich Ausschau in des Meeres Bereich. Auf 12 mal 12 Ellen stieg auf eine Insel. Zum Berge Nissir trieb heran das Schiff. Der Berg Nissir erfasste das Schiff und ließ es nicht wanken. Einen Tag, einen zweiten Tag erfasste der Berg Nissir das Schiff und ließ es nicht wanken. Einen dritten Tag, einen vierten Tag erfasste der Berg Nissir das Schiff und ließ es nicht wanken. Einen fünften und sechsten erfasste der Berg Nissir das Schiff und ließ es nicht wanken. Wie nun der siebente Tag herbeikam, ließ ich eine Taube hinaus. Die Taube machte sich fort und kam wieder. Kein Ruheplatz fiel ihr ins Auge, da kehrte sie um. Eine Schwalbe ließ ich hinaus. Die Schwalbe machte sich fort und kam wieder. Kein Ruheplatz fiel ihr ins Auge, da kehrte sie um. Einen Raben ließ ich hinaus. Auch der Rabe machte sich fort. Da er sah, wie das Wasser sich verließ, fraß er, scharrte, wippte und kehrte nicht um. So viel zur Sintflutgeschichte im Gilgamesch-Epos, das eben bis ins 3. Jahrtausend vor unserer Zeit zurückreicht und dann eben im 2. Jahrtausend schon in Keilschrifttexten zu finden ist. Und dass diese Geschichte, wie stark polytheistische Vorstellungen dann doch auch in unsere monotheistischen Religionen Eingang gefunden haben, das ist zum ersten Mal deutlich geworden Ende des 19. Jahrhunderts. Da machte sich die sogenannte Diffusionismus-Theorie in der Wissenschaft breit, nämlich der Gedanke, dass fremde Gedankengänge durch Kulturaustausch weitervermittelt werden, in die eigene Vorstellungswelt integriert werden. Dass man von Fremden im Kulturaustausch Gedanken übernimmt, dass man auch Gedanken ablehnt, aber in der strikten Ablehnung, der Negativierung einer Aussage ist ja doch auch eben der eigentliche Gedanke noch spürbar, quasi in Negativfolie, und damit letztendlich beeinflusst er das eigene Denken denn doch. Dieses späte 19. Jahrhundert, da kommen wir Westeuropäer, durch den Kolonialismus in Länder, die wir so vorher noch nicht so beherrscht haben, wie wir es jetzt tun, im Kolonialismus, im Imperialismus. Gleichzeitig ist es eine Zeit im 19. Jahrhundert, wo wir uns für Geschichte interessieren. Die Archäologie ist als eine neue Wissenschaftsdisziplin entstanden und seit der Aufklärung eine Sicht auf Religion, die Religionswissenschaftler übernommen haben. Und Religionswissenschaftler sind nun mal in der Regel keine Gläubigen, sondern sachlich orientierte Wissenschaftler, die sich aber für Religion interessieren. Und nachdem man in den Religionswissenschaften zunächst exotische Religionen ins Auge gefasst hat, wird jetzt Ende des 19. Jahrhunderts auch das Christentum mit hineingezogen und wird auf einmal auch untersucht unter Aspekten, die nicht mehr voller Glauben sind. In dem Zusammenhang ist ein deutscher Assyrologe zu nennen, Friedrich Delitzsch, und der sogenannte Bibel-Babel-Streit. Friedrich Delitzsch hat am 13.01.1902, also vor ziemlich genau 121 Jahren, einen Vortrag gehalten in Berlin an der Deutschen Orientgesellschaft. Und in diesem Vortrag weist er darauf hin, wie viele Motive im Alten Testament auf babylonischen Wurzeln beruhen. Das war zu der Zeit aber No-Go, zumindest in theologischen Kreisen. Man hat ihn ganz heftig angegriffen, auch unfair angegriffen, auch seinen Vater unter Druck gesetzt. Aber
Letztendlich hat sich diese Sichtweise auch dann unter Theologen durchsetzen müssen. Viele Motive im Alten Testament finden wir eben in Religionen wieder vor der Entstehung der drei monotheistischen Religionen. Und das ist doch eine spannende Geschichte, dass die polytheistische Welt nicht ganz untergegangen ist, dass sie in Europa, im Westen, im Abendland überlebt hat, geschweige denn von anderen Regionen dieser Erde, wo sie nicht angegriffen wurde durch monotheistische Glaubensvorstellungen. Die polytheistische Welt hat überlebt in vielen Regionen, in vielen veränderten Formen. Manchmal ist sie kaum zu erkennen, aber dennoch ist sie da. Und gerade das 20., 21. Jahrhundert greift dann diese Traditionen auch wieder auf, nachdem die Moderne doch ganz stark auch in Distanz gegangen ist zu den monotheistischen Religionen, gerade auch in Europa, zur christlichen Religion. Und wir wollen uns das nächste Mal noch die Sintflut, nach die Sündenfallgeschichte anschauen. Entschuldigung, ich bin noch ganz bei der Sintflutgeschichte des Alten Testaments, nämlich in der Genesis die Sündenfallgeschichte. Adam und Eva, die Vertreibung aus dem Paradies. Zu dieser Geschichte gibt es von Religionswissenschaftlern interessante Interpretationen, die darauf hindeuten, wie die polytheistische Vorstellungswelt in das Alte Testament aufgenommen wurde, indem diese Vorstellungen vehement abgelehnt wurden. Also sie sind erhalten geblieben, sozusagen in Negativfolie. Und das möchte ich Ihnen das nächste Mal dann noch ausführlich vorstellen.